In den Bereichen Abfall- und Rohstoffwirtschaft bezieht der amerikanische Baumaschinenhersteller Terex Stellung. Auf der IFAD Entsorger 2012 in München präsentiert Kiesel aus dem Sortiment Abbruch und Recycling dem internationalen Fachpublikum seinen neuen Dauerbrenner im Recyclinggeschäft, den Terex MHL 350E FQC. Die Firma Kiesel ist ein Privatunternehmen, seit über 50 Jahren in der Umschlagstechnik und Recyclingbranche tätig. Was wir hier ausstellen, macht uns sehr stolz. In Verbindung mit der Firma Terex Fuchs stellen wir den ersten MHL 350E aus, die die Abgasnorm COM 3B Internims durchführt. Und wir sind derzeit der einzige Lieferant, der in der Lage ist, diese Abgasnorm zu erfüllen. Das Gerät wurde 2 Jahre getestet, von Ende 2009 bis 2011. Die Premiere ist hier auf der IFAD, um dem Gedanken der Umweltschonung, der Technik Rechnung zu tragen. Blue Evolution bedeutet für uns, einen weiteren Schritt zu tun, auch die Umwelt zu schonen, um Auflagen, die vielleicht auch erst in der Zukunft gefordert werden, zu erfüllen. Blue bedeutet blau, Evolution bedeutet die neue Technik, die blaue Technik der Zukunft. Was neu ist, man hat die Leistungsdaten, die Parameter von 148 kW auf 160 kW erhöht. Und dennoch ist es uns gelungen, beziehungsweise Deutz, Terex Fuchs, den Spritverbrauch gleich zu halten. Wir liegen derzeit bei einem durchschnittlichen Spritverbrauch von 16 bis 18 Liter. Das ist sensationell. Im Prinzip hat man hier auf der IFAD immer die Thematik gehabt, Rußpartikelfilter. Das ist auf jeder Recyclingmesse wichtig. Der Kunde musste früher einen Rußpartikelfilter kaufen, um diese Abgasnormen zu erfüllen. Und mittlerweile ist dieser Rußpartikelfilter serienmäßig verbaut und sorgt, dass diese Abgasnormen erfüllt werden. In der Überarbeitung ist es auch gelungen, das Kühlsystem des Motors hydraulisch zu betreiben. Wir sind unabhängig vom Keilriemen. Weiterhin bleiben wir dabei. Wir sind der einzige Hersteller weltweit, der ein räumlich getrenntes Kühlsystem hat. Das ist absolut wichtig. Wir haben keine Sandwich-Bauform, keine Kompaktversionen, sondern es ist ein dreigeteiltes System und der Motor, Kühler und Ladeluftkühler wird derzeit über den Hydraulikmotor angetrieben. Ist also entkoppelt vom Keilriemenantrieb. In der Kabine verfügt der Fahrer derzeit serienmäßig über ein Rückfahrkamerasystem. Die Sicherheit ist absolut wichtig. Terex Fuchs ist ja der Erfinder der hydraulischen Kabine gewesen. Und bis dato wird weiterhin dieses System verwendet. Es hat sich bewährt und in der Beziehung sind wir absoluter Marktführer. Der MHL 350 ist mittlerweile dank seines Zweikreis-Hydrauliksystems die absolute Volumenmaschine. Ob Sie einen Schredder bestücken, ob Sie Waggonverladung machen, immer wenn es um Leistung geht, kommt ein MHL 350 zum Einsatz. Es gibt auch den MHL 340, eine etwas kleinere Maschine mit 3,5 Tonnen Schere, 500 Tonnen Schneidkraft. Und hier am MHL 350E verwendet man die 400er mit der Schneidkraft von knapp 700 Tonnen. Die Produktvielfalt, die Systemlösungen, die wir anbieten, ist das Haus Kiesel der einzige Lieferant in Deutschland, der all diese Dinge anbieten kann. Das macht uns sehr stolz und die Frequenz der Kunden gibt uns recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen weg vom typischen Image eines Baggers und Radladerverkäufers, sondern wir wollen Systeme anbieten, Wirtschaftlichkeit und das ist der Weg der Zukunft. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.